So, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf Reisemobil TV. Herzlich willkommen. Es geht nochmal um die Reihe des Einbaus des Wechselrichters und der Liontron 200 Amperestunden. Ich hätte dieses Video wahrscheinlich vorher machen sollen, denn viele Teile sind jetzt verbaut und jetzt wird es natürlich schwierig, diese einzelnen Komponenten zu zeigen. Trotzdem ist es mir vielleicht wichtig, doch nochmal zu zeigen, was ich so alles verbaut habe. Ich habe das jetzt so gelöst, ich habe ein paar Screenshots gemacht von den jeweiligen Teilen und füge die dann hier einfach mal mit zu. Und dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ganz kurz nochmal in eigener Sache. Wenn euch diese Videos gefallen, dann drückt bitte den Abo-Button, dann werdet ihr informiert, wenn weitere Einbauvideos kommen. Das nächste steht bereits in der Pipeline. Die Pakete dazu sind gestern geliefert worden. Ich warte jetzt bloß darauf, dass es ein bisschen wärmer wird. Zurzeit haben wir Dauerfrost und es ist draußen ein bisschen sehr ungemütlich. Also nicht das schönste Wetter, um jetzt am Wohnmobil rumzubasteln. Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Komponenten, die ich hier so verbaut habe. Ganz wichtig natürlich zu Anfang ist das Kabel, die Auswahl des Kabels. Und da gibt es die verschiedensten Sachen im Fahrzeugbau, hatte ich gesagt. Das hier nur das Kabel mit der Bezeichnung H07RN-F erlaubt ist. Denn dieses Kabel hat gegenüber den grauen Kabeln eine schwarze Isolierung erstmal als groben Unterschied. Aber der wesentlich größere Unterschied ist zu diesen sogenannten NYM-Kabeln, kurz NYM-Kabel genannt, dass diese hier tatsächlich flexible Kupferadern hier verbaut haben. Und das ist besonders wichtig, denn dadurch ist dieses Kabel flexibel. Und da sich ja in unseren Fahrzeugen immer etwas bewegt, hinten am Aufbau oder etc. pp., ist dieses Kabel natürlich ganz wunderbar geeignet, hier diesen Bewegungen zu folgen. Vermutlich wird auch dem NYM-Kabel hier nichts passieren. Ich weiß es nicht. Nach VDE-Richtlinie ist eben dieses Kabel hier nur zu verwenden, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass es in irgendeiner Ader, bupp, oder in drei Adern des NYM-Kabels zu einem Bruch kommt und dann notfalls ein Kurzschluss entsteht etc. pp. Also deswegen hier diese Kabelverwendung H07RN-F. Dann habe ich mir, wie gesagt, dieses Kabel gekauft bei Amazon, 10 Meter. Müsst ihr grob ausrechnen, ob das wirklich passt. Ich habe wirklich bis auf dieses Stück alles verbaut. Deswegen konnte ich das hier auch noch zeigen. Notfalls kauft man die doppelte Menge und legt es sich beiseite für eventuell noch spätere Einbauten. Oder so ein Stück Kabel kann man immer gebrauchen. Oder 5 Meter mehr. Oder wie gesagt, versucht da auf der richtigen Seite zu sein, wenn ihr sowas kauft, für was auch immer. Dann haben ist besser als brauchen. So, dann habe ich verbaut den Spelsberg-Kasten AK05. Das ist der Verteilerkasten, in den dann später die FI-Schalter oder der FI-Schalter reinkommt, der ja zwingend notwendig ist, um im Wohnmobil den Wechselrichter, also der Zwischenwechselrichter und den Verbraucher eingeschalten wird, um hier eventuell zu reagieren. Näher dazu eingehen will ich jetzt nicht, das würde den Rahmen sprengen. Ich wollte ja nur sagen, dass ich das den FI-Schalter im Prinzip mit verbaut zu haben. Und dazu habe ich den Spelsberg AK05 genommen. Entschuldigt bitte, wenn ich mal hier runter gucke, weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht, natürlich auf meinem Laptop. Und deswegen muss ich hier ab und zu mal raufgucken, dass ich auch nichts vergesse. Der große Vorteil vom Spelsberg AK05 ist, dass er unten eine Hutschiene hat, wo man ganz leicht die einzelnen Komponenten einklicken kann. Hier ist es natürlich auch möglich, da ist eine Aufnahme drin für Vago-Klemmen, da komme ich gleich zu. Und die Vago-Klemmen können da natürlich auch eingeklickt werden. Und so eignet der sich eigentlich auch ganz gut als Verteilerkasten. Dann braucht man nicht diese kleinen Verteilerkästen, die es so extra zu kaufen gibt. So kann man hier im Prinzip die Verteilung, die also nach dem FI-Schalter kommt, kann man da ganz wunderbar reinsetzen mit und von da aus ausgehen, dann spart man sich diesen Kasten. Als FI-Schalter, wenn wir gerade dabei sind, habe ich hier den ABB201A B16 gekauft. Ganz einfach deshalb, weil er ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Er hat einen FI-Schalter drin, der mit 30 mA reagiert, Federstrom, und besitzt auch die ganzen anderen Parameter, die ein teurer FI-Schalter natürlich auch hat.
Allerdings, wenn ihr die Preise mal von diesen FI-Schaltern guckt, auch besonders fürs Wohnmobil, das ist Wahnsinn. Die kosten teilweise über 100 Euro und mehr. Und bei dem ABB 201A B16 lag ich tatsächlich bei 41 Euro, ist auch schon ein stolzer Preis. Aber ich habe mich dann für diesen entschieden, genau aus diesen Gründen. Wo wir gerade bei Sicherungen sind, hier habe ich mir natürlich noch eine Streifensicherung gekauft, 150 Ampere MIDI. Das sind diese kleinen Streifensicherungen mit zwei Kontakten. Ihr seht da mal ein Bild da oben, da habe ich das eingeblendet. Das ist der, der beim Anschluss zwischen Wechselrichter und Batterie kurz hinter der Batterie geschalten wird. Der ist wichtig, damit im Falle der Überlastung nicht euch die ganze Hütte abfackelt. Zu dieser Sicherung gibt es natürlich auch diese Streifensicherungshalter. Das ist so ein kleiner Kasten. Auch hier mal ein Bild davon. Diesen ist im Prinzip ganz einfach. Da wird die zwischengesetzt. Links und rechts kommen die Anschlüsse ran, die man getrennt hat. Und dann wird das Ding hinten verlegt. Liegt bei mir jetzt hinter dem Beifahrersitz, gleich hinter der Leontron. Und zwar ca. 20 cm vom Anschluss an den entsprechenden Pol. So, was haben wir noch? Zum Anschluss an den Wechselrichter. Das heißt, vom Wechselrichterausgang an die Verteilung braucht ihr einen Stecker. Zumindest bei dem Solartronics. Also da ist nichts mit irgendwelchen Klemmen oder so, weil da sind zwei Schuko-Stecker drin. Da muss man natürlich sich einen Schuko-Stecker kaufen, der natürlich dann hiermit verbunden wird. Und da habe ich mir einen sogenannten Winkelstecker gekauft. Ich, wie gesagt, wieder ein Bild hier oben. Dieser Winkelstecker funktioniert ganz wunderbar. Der ist ganz toll. Der hat bloß einen Fehler und das habe ich vorher nicht bedacht. Der führt natürlich jetzt das Kabel so im Winkel aus und liegt bei mir jetzt so quasi. Ja, also der Winkel. So, dass das Kabel im Prinzip jetzt um 90 Grad nach oben steht. Hätte ich einen genommen mit Geraden, wo also der Stecker hier hinten im Heck, sage ich jetzt mal, rückseitig angebaut wird, hätte ich eine wesentliche Verbesserung gehabt und ich hätte das Kabel wesentlich besser verlegen können. Das werde ich irgendwann nochmal abändern. Denn durch diesen Winkelstecker, ja, verläuft das Kabel und ich konnte diesen Winkelstecker auch nur so einlegen, dass das Kabel nach oben geht. Jetzt steht hier der Stecker in der Steckdose und jetzt habe ich hier natürlich zu tun, dieses Kabel hier zu verlegen. War also jetzt nicht die richtige Wahl, werde ich nochmal umtauschen gegen einen geraden Stecker und dann kann ich die Kabel auch wesentlich besser verlegen. Alles in allem 9 Euro das Ding, also der Verlust ist jetzt nicht sehr groß und Stecker kann man eigentlich immer mal wieder gebrauchen. Und dann kann man sich das Ding beiseite legen. Dann habe ich gekauft Vago-Klemmen. Also die Dinger, ich bin begeistert. Wenn ihr Verteilung machen wollt im Fahrzeug, wie auch immer, den Profis erzähle ich jetzt nichts Neues. Sicherlich, klar, das ist nur für die, die es interessiert. Wenn man Verteilung machen will, dann sind diese Vago-Klemmen ganz hervorragend. Denn wir brauchen in den Vago-Klemmen hier mal ein Bild wieder davon, hier nicht krimpen. Und das ist ein großer Vorteil. Wir stecken sie im Prinzip hinten rein, klicken das zu und dann kann man die Verteilung entsprechend eben so funktioniert das und das hält auch bombenfest. Die Krimperei ist eine ganz hervorragende Sache. Allerdings gibt es da ein ganz kleines Problem. Oder gibt es ein Problem? Ist es eigentlich nicht. Ich hatte mir in einem Discounter mal dieses Set gekauft. Das habe ich tatsächlich auch benutzt zum Krimpen. Wenn jemand das für sich machen will, aber wie gesagt, ihr macht das alles auf eigene Gefahr oder irgendwelche Krimperei irgendwann öfter mal hat, wäre es ein, zwei Mal, ist das okay, reicht aus. Ansonsten ist das natürlich nicht die erste Wahl. Also ich habe mich manchmal sehr geärgert, denn wir müssen hier wir haben hier unten die Krimpeinrichtung. Ja, hier. Hier ist auch beschrieben, hier kommen so die einzelnen Querschnitte rein und dann werden sie verkrimpt. Allerdings hat diese Zange ein Problem. Man muss sie einmal drücken, dann dreht man es, dann muss man es nochmal drücken, dann geht man nach unten
weiter, dann krimmt man nochmal und redet nochmal und so seid ihr hier ständig am Drücken und dann ist, habt ihr hier so ein ähnliches Ding. Sowas hier. Wie sowas hier. Ja, also irgendwann habt ihr Unterarme wie Popeye. Wahnsinn. Die Qualität ist dann, lässt dann manchmal auch zu wünschen übrig. Ich habe dann diese Ader-Endhülsen hier gehabt, die konnte ich teilweise wieder runterziehen, also es war ein Graus. Kostet ungefähr, ich glaube, ich habe dafür mal bezahlt, 19,99 €. Kinder, ich habe jetzt schon eine in der Pipeline, das ist eine von Baurix, nennt sich das. Ebenfalls auf Amazon erhältlich, ich hau da mal wieder ein Bild rein. Das Ding steht also der Bewertungsfolge einer Knipex-Zange, einer Knipex-Krimzange nichts nach. Ich habe mir das mal rausgesucht. Wir haben also hier eine Bewertungszahl von 4,8 bei 3.800 Sternen. Entschuldigung, wir haben eine Bewertungszahl von 4,7 mit 3.800 Bewertungen insgesamt. Das ist im Prinzip schon sehr gut. Also auf 4,7 kommen eigentlich nur Spitzenprodukte. Und die Baurix, dabei handelt es sich hier um eine 6-Kant-Krimzange mit 2000 Adern Endhülsen noch als Zubehör obendrauf. Also das finde ich schon beeindruckend. Und kostet tatsächlich 34 € noch was. Da kann man nichts verkehrt machen. Das ist ein kleiner Aufpreis für so ein Spielzeug hier. Also wie gesagt, das Ding. Nicht zu empfehlen, wer vorhat, mal irgendwelche Sachen an seinem Fahrzeug zu machen. Ich hau die Baurix, könnt ihr euch mal angucken, die hau ich auch unten, genauso wie alle anderen Sachen, die ich hier benutzt habe, hau ich unten mal in die Infobox, da mit den Verlinkungen, guckt euch das an. So, das zu der Zange. So, dann habe ich mir zugelegt und da bin ich echt begeistert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier sind wir natürlich auch beim Produkt der Firma Knipex. Das ist eine Isolierzange oder eine Abisolierzange. Also das Ding kann ich nur empfehlen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, alles damit zu machen. Und fängt dann an, hier an den Kabeln so schön rumzuschnipseln und rumzubaddeln und dann notfalls noch mit den Zähnen die Isolierung abzuschneiden. Ich habe hier tatsächlich mir dieses Ding gekauft. Und bin mehr als zufrieden, denn hier vorne, muss man sagen, kann man natürlich auch die Entfernung einstellen vom Abisolierten zum Anfang hier vorne hin, der einzelnen Adern. Auf den Vago-Klemmen, wo ich gerade mal noch dabei bin, steht auch genau drauf, wie weit das abgeändert werden muss oder wie weit das abisoliert werden muss, damit dann nachher diese Adern vernünftig in den Vago-Klemmen sitzen. Und damit ich das mal ein bisschen demonstrieren kann, das ist im Prinzip total easy. Muss es nachher bloß wieder wegsaugen. Hier haben wir dann so einen kleinen Pinorex vorne. Ja, da geht das Ding bis zum Anschlag rein. Zack. Und das war's. Und wir haben eine schöne, saubere, abisolierte Ader, die wir hier vorne ein bisschen verdrillen, ein bisschen, ja, dann in die Vago-Klemme einführen oder in was auch immer und dann verteilen können. Eine ganz fantastische Sache, diese Zange. Dann habe ich Vago-Klemmen, das habe ich alles erklärt. So, dann habe ich in einem der Filme gesagt, dass ich also überhaupt kein Freund davon bin, irgendwelche Schrauben ins Wohnmobil zu drehen. Schrauben im Wohnmobil verursachen immer Löcher, die bleiben, egal was. Man kann sie vielleicht nachher zuspachteln, aber es bleibt halt immer was Unschönes. Und dann bin ich mal durch einen dummen Zufall bei einem Discounter drauf gestoßen, auf ein sogenanntes Monster-Tape, heißt das, von Hammersmith. Das ist ein sogenanntes Nano-Klebeband. Muss ich mal gucken, was hier noch drin ist. Wird verpackt, ganz wunderschön, in dieser Schachtel. Ja. Und bietet die Möglichkeit, Sachen bombenfest zu kleben. Das funktioniert. Das funktioniert hervorragend. Ich habe zum Beispiel sämtliche Verteilerdosen, die ich verbaut habe, auf diesem Nano-Klebeband oder mit dem Fußboden verbunden, da wo es möglich ist. Die halten bis heute.
Der Einbau ist jetzt knapp ein Jahr her. Es war März, Anfang März letzten Jahres. Alle Verbindungen habe ich damit gelöst. Nee, Quatsch. Alle Teile habe ich damit mit dem Wohnmobil verbunden und das klappt ganz hervorragend. Bis auf eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Wenn man dieses hier verbauen will, dann muss man darauf achten, dass der Untergrund auch wirklich glatt ist. Sobald der Untergrund nicht glatt ist, geriffelt, wie zum Beispiel die Seitenwand hier bei unserem Wohnmobil, wie er bei Carrado verbaut wird, vergesst es, das hält nicht. Wir haben hier auf dieser Packung unten das Biss, finde ich putzig. Ja, das sind Mauerwerke, wo man das damit wetter- und wasserfest verbinden kann. Kann ich mir nicht. Ich habe es noch nicht auf einer Mauer versucht, aber auf den geriffelten Untergründen, ich zeige es wie gesagt, oder zeige es hier bei unserem Carrado, funktioniert es nicht. Wir sind ja gefahren nach Norwegen und auf der Strecke, ich habe zum Beispiel den FI, den Spitzberg AK08 damit verbunden, an der Wand dran. Vergesst es, erstmal runtergeflogen. Dann habe ich gedacht, ich habe zu wenig dran. Habe dann die gesamte Länge, habe das ja gezeigt, die gesamte Länge im Prinzip nochmals getaped. Und da fällt runter. Hilft nicht. Man muss wissen, dieses Band funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier ganz, ganz kleine Lufteinschlüsse drin. So soll es zumindest sein. Mikrofein. Diese Lufteindrücke oder Luftanschlüsse funktionieren dann wie so ein Saugfuß. Das heißt, jeder kleine saugt sich voll. Nebenbei gesagt, ist hier noch ein Kleber drauf verbattelt irgendwie. Der hält bombenfest, wie gesagt, auf glatten Unterdrücken, wie zum Beispiel Linoleum-Fußboden, einwandfrei oder hinten in der Garage auf der Siebdruckplatte funktioniert. Der FI-Kasten nicht, der Spelsberg. Weil an der Wand dran und es geht nicht. Wenn man so eine Untergründe hat und man möchte nicht bohren, dann kann ich empfehlen Spiegelbänder. Das sind beidseitige Klebebänder, die sind auch so ein bisschen so, ja, möchte auch sagen, die fühlen sich so ein bisschen an wie gepolstert, wie gummiert so ähnlich. Die sind beidseitig zu kleben. Das Zeug hält wunderbar, weil hier gibt es keine Mikroeinschlüsse, kein gar nichts, die sich irgendwo festsaugen, sondern hier ist ein Kleber verwendet worden und der Kleber ist hier einwandfrei. Ich glaube, der hier ist von 3M und der in Rot ist hier von Henkel. Den habe ich jetzt verbaut an meinem Spilsberg AK05 und ich muss euch sagen, das Ding hält wie Bombe. Mindestens jetzt ein Dreivierteljahr schon. Nicht ganz ein Dreivierteljahr, aber über ein halbes Jahr hält der und hängt und passt einwandfrei. Bin ich mal drauf gekommen bei einer Firma, wo mir vorne das kleine Mikrofon von der Freisprechanlage vom Wohnmobil abgegangen ist. Und der hat mir gesagt, nimm sie einfach, Spiegelband hält, klebt alles. So, das habe ich also auch gesagt. Auch mit eingebunden. Wie gesagt, Monster Tape ist eine feine Sache, hat aber seine Grenzen auf unebenen Untergründen. Möchte ich noch dazu sagen, was ich mir nicht gekauft habe. Was man aber für das Krimpen von Batteriezugangskabeln benutzt, also die Batterie vom Wechselrichter zum Akku. Hier gibt es die verschiedensten Größen und die verschiedensten Querschnitte. Die müssen natürlich berechnet werden. Je weiter der Wechselrichter natürlich vom Akku weg ist, desto größer müssen die Querschnitte sein. Ich habe bei mir verbaut, ich glaube 32 Quadratmillimeter und kann sagen, dass das hält. Die sind 1 Meter lang. Und ich habe es bei verschiedenen Sachen getestet, da wird nichts heiß und nichts kalt und nichts wie auch immer. Und also wie gesagt, jetzt will ich nicht weiter rumschnacken. Ich habe hier alle Teile so ein bisschen vorgestellt, die ich verbaut habe. Wir gucken uns jetzt nochmal an im Wohnmobil, wie das alles aussieht. Ich weiß, ich bekomme dafür natürlich keinen Architekturpreis. Also so richtig schön um die Ecke legen, wie so ein Elektriker. Ja, da fehlt mir natürlich einiges. Die Schaltung selber funktioniert jetzt seit knapp einem Jahr. Das habe ich gesagt. Ich habe noch keine Fehler drin gehabt. Ja, und dann möchte ich das Thema für heute beenden. Ich weiß nicht, wie lang es schon wieder geworden ist. Wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Das liegt eben an dem vielen Gequassel.
So, wenn euch dieses Filmchen so ein bisschen was gebracht hat, dann gebt mir ganz gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, weil dann werdet ihr informiert, wenn es weitere Fahrzeugvideos von mir gibt. Wie gesagt, ein kleines kriegt unser Schorschi, kriegt unser Schorschi in diesem Jahr wieder verbaut. Das ist alles da. Es wird jetzt ein wunderschönes Wohnmobil vorgestellt werden von mir. Also seid gespannt, was da noch kommt. Dazu abonniert den Kanal. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Jens. Und jetzt gehen wir erstmal raus und gucken uns das an, wie es funktioniert. So, und schon sind wir hier am Wohnmobil. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Und wie gesagt, ich hatte das ja hier auf diesem, na, ich nenne das immer Gästesitz, auf diesem Zusatzsitz natürlich verbaut. So, und jetzt schalte ich mal die Kamera von vorne nach hinten. Und dann werden wir uns das hier drinnen mal angucken. So, wir haben hier also jetzt die Anlage verbaut. Wir haben hier den 1500er Solartronics. Der arbeitet im Prinzip richtig gut. Wir hatten bisher noch keine Ausfälle. Einziger Nachteil, der hat natürlich keine Fernanzeige. Und so seht ihr von draußen natürlich nicht, ob das Ding eingeschaltet ist oder nicht. Hier haben wir den Spelsberg AK05, ich hatte ja gesagt, den hatte ich erst mit Monster-Tape hier verbunden. Fiel andauernd ab. Hier hält er jetzt mit dem Spiegelband ganz wunderbar. Drinne verbaut der FILS-Schalter, tatsächlich hat der zwei. Und hier die Sicherungen, die vom Landstrom kommen. Achtet jetzt nicht so, hier liegt ein bisschen Staub und ein bisschen Dreck. Das wird natürlich im Rahmen des Frühjahrsputzes alles noch vernünftig gemacht. Hier haben wir jetzt die Verteilerdose. Was geht hier ran? Hier sehen wir schon, hier kommt es vom Landstrom, der geht hier rein. Hier sind im Prinzip alle Komponenten drin, die wir benötigen, um die Schaltung im Landstrombetrieb hier zu gewährleisten. Wir sehen, hier dieses schwarze Kabel kommt von vorne. Vom EBL, hier ist der EBL dran, der Kühlschrank und die Klimaanlage. Den EBL, warum den EBL hier mit ran? Nun, damit im Wechselrichterbetrieb natürlich nicht das Ladegerät läuft, sonst erzeugt hier ein Perpetuum mobile, was es ja eigentlich nicht ist, denn das Ganze funktioniert, bis die Batterie leer genuckelt ist, denn die versucht sich dann selbst zu laden. Hier haben wir den die Netzwerkvorrangschaltung von Off-Grid-Tech. Ja, ob ich sie nochmal nehmen würde, weiß ich nicht. Sie funktioniert, das werden wir uns gleich angucken. Einwandfrei, aber ihr seht hier, ist dieses Kabel nicht vernünftig bis vorne rein isoliert. Ich weiß, das wird jetzt wieder viele Kommentare haken. Aber genau darin liegt im Prinzip auch der Nachteil von diesem Ding. Der Anschluss, der sich dahinter befindet, der ist so blöde konzipiert, dass man also wirklich Schwierigkeiten hat, den vernünftig zu schalten. Es war nicht anders möglich, als hier so weit abzuisolieren, dass ich die einzelnen Adern hier im Prinzip verbinden konnte. Dann hier, wie gesagt, das. So, und hier vorne sehen wir mal diesen, vielleicht sollte ich mal von hier vorne aus rein filmen, diesen Winkelstecker. Das reicht ein bisschen. Ja, dadurch kommt dieses Kabel eben nach oben. Ja, und sieht nicht halbwegs vernünftig verlegt aus. Wie gesagt, einen Architekturpreis gewinne ich nicht. Aber es funktioniert. Und wollte ich euch im Prinzip nur mal zeigen. So, jetzt werde ich mal die Kamera positionieren und auch das Mikrofon. Und dann gehe ich mal nach draußen und werde hier mal die einzelnen Komponenten schalten. Dann schalten wir zunächst mal den Wechselrichter. Dafür liefert optional die Firma Solartronics hier diese Fernbedienung mit. So, die haben wir jetzt geschalten. So, jetzt lege ich mal das Mikro daneben. So, den Deckel schraube ich jetzt natürlich nicht extra ab. War das eine Empfangsteil? Ich lege hier mal das Mikro ab und gehe jetzt in die Garage und steck mal den Stecker rein bei laufendem Wechselrichter. Der müsste ja jetzt umschalten. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich ziehe jetzt den Stecker wieder raus.
So, jetzt werden wir mal messen mit dem Multimeter bei eingeschalteten Wechselrichter und ausgeschalteten Landstrom, dass der auch wirklich ausgeschaltet ist. Und ich euch nicht veräppeln will. Upp, wo ist es? Da. Denn bei Landstrom würde jetzt die helle Leuchte leuchten. Gehen wir mal hier im Küchenbereich auf die Steckdose. Schalten. Wechselstrom. 220 Volt. AC. Ich habe ja auch nicht. Also das macht sich doof. Ich versuche es doch tatsächlich mal hier an der Backofensteckdose so gut wie möglich mal zu demonstrieren. So. Ich hoffe, man kann es sehen. Natürlich nicht. Können wir den hier irgendwie? Ja. Ich glaube, das Ganze fliegt mir jetzt nicht runter, aber bei der Kälte ist natürlich auch das Kabel hier ein bisschen sehr. Wenn ihr euch fragt, was das ist, will ich mal kurz einwerfen. Das ist ganz einfach Kochsalz. Das macht sich ganz gut, um hier die Feuchtigkeit noch anzuziehen. Hinten steht hier noch ein richtiger Entfeuchter. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Da gibt es ein extra Video zur Winterfestmachung. Wird wahrscheinlich erst später kommen. So, ihr seht schon, das jackelt hier alles. Wechselrichter. Hat man hier gehört, die Umschaltung hat sich wieder auf Wechselrichter Betrieb. Das ist die falsche. Jetzt muss man natürlich so. Jetzt ist natürlich nicht einfach. Wir sehen hier 228, 230 Volt. Und wie gesagt, damit sehen wir, dass es funktioniert. Ich will bloß noch mal probehalber hier oben machen. Ist natürlich mit den Messspitzen hier ein bisschen schwierig. So, drehen wir es mal hier oben hin. Und auch hier 230 Volt exakt. Ihr seht also, meine Fuscherei funktioniert. Auch wenn ich damit keinen Schönheitswettbewerb gewinne. Aber diese Installation versorgt mich jetzt seit, wie gesagt, fast elf Monaten zuverlässig mit Strom. Gut, soll es gewesen sein. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit.